Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem kurzen Video. Und ja, ich habe dieses Video jetzt einfach mal genannt, die Frage, die mir bis jetzt noch keiner beantwortet hat. Ja, ich werde jetzt hier, für dieses Video werde ich die Kommentare unter dem Video, die Wahrheit, die keiner ausspricht, werde ich kommentieren, das wird dann sozusagen eine Kommentare kommentiert. Gehe ich auch wieder scheiße. Und ja, fangen wir auch direkt an. Der liebe Muazza Azzaom hat geschrieben, ich schaue deine Video schon gerne an, aber ich schaue mir halt nicht Alarmfunk Cobra 11 an, weil es mich nicht interessiert. Okay, gut, wie gesagt, Alarmfunk Cobra 11 sage ich selber, interessiert halt nicht viele, aber ich muss sagen, das war mir so ein Projekt, das hat mir Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich habe mir die Teile sehr gerne angeguckt, aber gut, das spielt jetzt hier auch im Moment keine Rolle. Und ja, er hat halt Dislike gegeben auf Tipps und Tricks für Anfänger. Weil er was anders sehen möchte. Okay, gut. Kann ich ja verstehen. Wenn du die Serie scheiße fandest, gut, fand ich ehrlich gesagt auch, aber mir ist halt nichts Besseres eingefallen. Ja, Fabi, du musst jetzt mal kurz warten. Ja, gut, aber jetzt ist natürlich die Frage, die ich theoretisch gesehen an alle jetzt hier stelle, weil mir diese Frage jetzt wirklich nicht beantwortet würde. Ihr sagt immer alle, mach was von Battlefield Play for Free, aber gut, aber was denn? Das ist halt mein Problem. Weil wenn jetzt wirklich, sagen wir mal, so jemand mit der Idee kommt, bäm, mach das, und mir die gefällt die, dann wäre ich der Letzte, der jetzt sagen würde, nee, mach ich nicht. Sondern würde ich mich ransetzen und das machen. So. Aber wenn ihr halt immer nur sagt, ja, was da halt, ich möchte was anderes sehen, ja, aber was möchtet ihr denn sehen? Das ist so mein Problem. Und dass es eine Nachmache von irgendeinem Typen ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, ich meine, ich gucke jetzt nicht alle anderen Kanäle durch, bevor ich mir selber was ausdenke. Nur um zu gucken, ob sie es vielleicht nicht schon einmal haben. Von daher würde ich jetzt auch sagen, also... tut mir leid, in dem Moment, ich hatte keine Ahnung, dass es eine Nachmache ist oder irgendein Plagiat. Es tut mir in dem Sinne leid, bestimmt genauso wie unserem Herrn lieben von und zu Gutenberg. Tut mir leid, ich wusste es nicht, ja. Und ja, es wäre einfach schön, wenn ihr mir diese eine Frage beantwortet würdet. Ja, also, ich hätte eigentlich gesagt, ich wollte aufhören, hatte ich ja wirklich vor. Aber, naja, das Problem ist halt, ihr wollt halt alle Battlefield Black Free sehen und ich hätte schon Lust, Videos über Battlefield Black Free zu machen, aber was denn? Mir fällt nichts mehr ein, deswegen würde ich euch einfach bitten, schreibt was wirklich in die Kommentare, womit ich wirklich was anfangen kann und was vielleicht auch unsere Zukunft hat, würde ich jetzt in dem Sinne sagen. Ja, auch hier Battlefield Black Free ist noch spannend, aber Alarmfunk Cobra 11 ist langweilig. Okay, gut. Aber was ist denn an Battlefield noch spannend? Das ist halt meine Frage. Was würdet ihr spannend finden? Soll ich einfach jeden Freitagabend mich 2 Stunden hinsetzen, LPT aufnehmen, das die nächste Woche hochladen? Kann ich machen. Kommt aber keiner. Ja, ich habe mir halt eine Battlefield Community aufgebaut und die stehen halt fast hinter mir. Finde ich ja wirklich wunderschön. Deswegen freue ich mich ja auch und deswegen fällt es mir eben so schwer aufzuhören. Aber in dem Moment, wo keine Ideen mehr kommen, womit ich arbeiten kann, das ist ja auch irgendwie blöd. Das heißt, es kommt weder mal primär zu Elsa ein Report oder irgendwie sonst was. Sniper-Tipps und Tricks-Video oder so wurde mir gesagt, soll ich machen. Ist aber angeblich langweilig. Deswegen, deswegen, Leute, würde ich euch einfach bitten, schreibt mal was so in die Kommentare und... ja, wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Video. Ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Und ja, auf Wiedersehen. Tschüss.